Der größte Vorteil der Ausbildung in Teilzeit ist, dass wir mit anderen Bewerbergruppen in Kontakt treten können. Das hilft uns dabei, einfach mehr Auswahl zu haben bei der Besetzung von freien Stellen und Ausbildungsstellen. Mein Name ist Johanna Beckurz-Othmer. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der NIGO GmbH. Wir beschäftigen 90 Mitarbeitende hier in Nienburg. Wir haben tatsächlich schon zweimal in Teilzeit ausgebildet. Eine dieser Auszubildenden war Frau Sadie Ay, die zur Industriekauffrau ausgebildet wurde und im Sommer erfolgreich abgeschlossen hat. Kleine und mittlere Unternehmen können natürlich Rat bei der Industrie- und Handelskammer vor Ort erhalten. Dort werden alle Fragen beantwortet, die man so hat, rund um den Vertrag, um die Ausgestaltung, die Entlohnung, den Aufbau der Ausbildung, Schulbesuch, also was das Herz begehrt. Unternehmen brauchen keine Angst haben vor der Teilzeitausbildung. Die Unterschiede sind nicht so groß. Es muss nur die wöchentliche Arbeitszeit angepasst werden und das natürlich auch in den Abteilungen kommuniziert werden. Wichtig für Teilzeitkräfte oder Teilzeitauszubildende ist, dass sie leistungsbereit sind. Sie müssen belastbar sein. Sie haben einfach mehr auf der Uhr als andere. Und wenn Familie im Hintergrund ist und das der Grund für die Teilzeit ist, dann brauchen sie natürlich auch entsprechenden Rückhalt in der Familie oder im Umfeld, sodass Betreuungsarbeit geteilt werden kann. Die Zielgruppe für die Teilzeitausbildung sind Männer und Frauen gleichermaßen. Also jedenfalls Menschen, die neben der Ausbildung noch andere Pflichten haben. Und ich bin sehr zufrieden, dass wir eben zu so gestandenen Menschen dann auch Kontakt aufbauen können und sie begeistern für die Ausbildung und unser Unternehmen. Eine Ausbildung in Vollzeit ist für mich nicht machbar, weil ich drei Kinder habe und dadurch bin ich froh, dass ich einen Betrieb gefunden habe, der mit mir diesen Weg gegangen ist. Das Besondere an der Teilzeitausbildung ist, dass man Berufsleben und das Familienleben vereinbaren kann.